Moin Moin, hier ist der Zap. Weiter geht's ins Belfast 3 in der Kampagne. Bisher habe ich hier im Prolog mich aus dem kleinen Lager im Osten, hier drüben, einmal über die Map gekämpft, hier nach Westen. Habe hier ein Schloss befreit von den Rebellenarmeen. Bin jetzt auf der Suche nach dem Schwarzmagier Taha. Ja. Dem Torwächter den Schlüssel abgenommen und betrete jetzt das Verlies. So, Höhlengräber. Elmond Wastel, dem Herzog des Hauses Wastel und seiner Frau, wurde stets nachgesagt, Exzentriker zu sein. Als Artefaktensammler mit einem regen Interesse für die Formerkultur waren sie die Geldgeber für viele Ausgrabungen in Iskander. Die letzte davon fand genau unter ihrer eigenen Burg statt. Seitdem jene verlassen ist, sind die Höhlen unter der Festung so rätselhaft wie gefährlich. Isamu Taha hätte sich kein besseres Versteck aussuchen können. Okay. So, dann sind wir hier im Keller. Was? Von Wastel. Hört sich irgendwie bayerisch an. Dorthin, verstanden. Hier sind Untote. Untote! Ah, da ist er meiner Meinung. Für die Krone! Noch nicht! Schaltet sie aus! So, da ist ein Sack oder eine Kiste. Eine gefütterte grüne Rohe. Gucken wir mal, ob das was für Gwen ist. Aber nö, Gwen hat eine lila, eine völlig krasse Robe, an die man eben doppelt so gut ist. Ich bin bereit. Klar. Mal hier mal lang, da hinten liegt auch noch was. Gut. Hier haben wir einen Streitkolben, einen Ritualdolch. Aber ich vermute, dass auch diese Ausrüstung völlig Mumpitz ist. Nee, der Streitkolben hier, der ist sogar besser als die Axt, die er hat. Mein das. Verstanden. So, schauen wir hier mal weiter. Habt ihr das gehört? Aufruhr. Das müssen die Probleme sein, die du erwähnt hast, Kapell. Was auch immer es ist, es spielt uns in die Hände. Sie werden uns nicht kommen hören. Geht eine Treppe hoch. Stehen noch mehr Untote da auch. Kurz und schmerzlos. Oh, das wird lustig. Schaltet sie aus! Noch nicht. Wie noch nicht. Befehle? Und ja, man sollte die genau jetzt ausschalten und er sagt noch nicht. Merkwürdiger Spruch. Da, das Fass. Ein Speer und ein Truppenschild kann nicht betäubt werden. 20% Blockchance. Anselm, guck dir doch mal dieses... Oh ne, Konstitution 9, da fehlt ihm einer für. Ansonsten wäre das schick. Ein händiger Speer.
Präsentenz aus Waffen sind auch weit da drüber. Verstanden. Kommen mal hier hoch. Skelett. Oder drei. Dann habe ich hier wieder die Schätze der EO Tutorial Quest. Sich irgendwie drei bestimmte Ecken im Dungeon erstmal aufsuchen. Für die Könige. Für die Krone. Auf jeden Fall muss ich da mal heilen. Da kriegen sie schon ein bisschen Schaden, wenn da so ein Boss-Skelett rumzaubert mit Feuerbällen. Was bei Tiara ist das für ein Ort? Was sind das für Steinköpfe? Gute Frage. Sie sind irgendwie magisch. Vielleicht gibt es einen Grund, dass Tahar sich diesen Ort für seine Rebellion ausgesucht hat. Gesichter im Sand vergraben. Hier ist auf jeden Fall eine blaue, gleißende Keule. Die anderen beiden Sachen sind, glaube ich, nicht so gut, aber die Keule scheint mir was für Anselm zu sein. Oh ja, die macht eine Menge mehr Schaden als sein Ding. Und hat dann noch so einen Lichteffekt, fügt zusätzlichen weißen Schaden zu. Das ist ja extra gut gegen Skelette. Hier. Die ausgegrabenen Platten sind aus einer sonderbaren Steinsorte gefertigt. Wie frisch polierter Alabaster fühlen sie sich weich an. Weder Moos noch Erde haftet an ihnen. Okay, ich habe jetzt noch nie Alabaster in der Hand gehabt. Verstanden. Waffen taugen bestimmt nichts. So. Nicht weiter. Also hier rüber. Ja, hier auf der Minimap sieht man auch, da ist noch ein weißes Ausrufungszeichen, da ist ein weißes Ausrufungszeichen und dann ist hier das Gelbe. Also sind das wahrscheinlich die beiden Weißen hier und das Gelbe ist dann die Hauptquest. Bleiben wir auf der Hut. Hört ihr das? Die Stimmen werden lauter. Sie müssen weiter unten in den Höhlen sein. Dalen? Schaltet sich! Was war das? Verdammt! Eindringlinge! Öffnet das Portal und tötet den Rest! Die Stimme von Taha hört sich ein bisschen merkwürdig an. Unter den magischen Lautsprecher oder so. Oben nicht was. Wie kommt man da hin? Da hinten rum. Hier ist auch noch ein Typ. Heilen, bügeln. So nicht. Ich brauche Fokus. Und schnell wieder heilen. Ja. So. Einer unserer Helden wurde getötet. Ups. Ich glaube, den kann ich gleich wieder aufheben. Was? Nimm mal einen Heiltrank da.
Sofort! Noch nicht! Für die Königin! Die Krone! Schaltet sie aus! So. Schnell die anderen wieder aufheben. Die Beine, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Bleib bei mir. Wir brauchen dich noch. Gab's ein bisschen auf die Mütze. Aber wie es in einem guten Team ist, kann man sich dann gegenseitig wieder aufhelfen. Nur schlecht, wenn alle umfallen. Sicher doch. Noch mehr grüner Müll. Ist da noch was? Noch mehr Grünzeug. Schleicht auch noch ein Skelett rum. Attacke! Was? Das ist alles? Ich hab gerade erst angefangen. Lächerlich. Da auch noch was. Oh, mehr Tränke. Hier unten ist dann aber die Höhle, wo ich schon war. Obwohl, da hinten, da ist auch noch was. Muss man wirklich in jede Ecke hier reingucken. Oh, ein blauer Ring, Spiegel der Dunkelheit und eine Beckenhaube. So, da was mit anfangen. Tank hier, der hat noch gar keinen Helm. Das ändern wir erstmal. Den hat er jetzt auch. Ich habe nur eingeschaltet, dass die Helme nicht angezeigt werden, weil das sieht irgendwie ziemlich panne aus und man kann die dann wirklich endgültig nicht mehr auseinanderhalten, wenn die dann noch Helme aufhaben. So, dann kriegt hier er den Ring. Oder vielleicht lieber der Tank, weil das ist ein Verteidigungsring, der gibt 25 Schutz gegen Schwarzmagie. Ja. So, was für den Tank. Komischer Platz, Geröll türmt sich auf, schwirrt durch die Luft und verschwindet. Eine Art Schutzzauber, wahrscheinlich von Tahars Magiern gewirkt. Ich sehe da nichts rumfliegen, aber wenn die Sprechblase das sagt. Ein gleißender Stab der umhüllenden Magie. Gucken, ob Ben da was mit anfangen kann. Na, ihr Stab macht ganz wenig mehr Schaden. Aber der hier hat noch einen Zusatzeffekt, dann ziehe ich immer den an. Okay. Wo geht's jetzt hier zu Taha? Ich klicke einfach mal auf der Minimap auf das Zeichen. Ne, da. So geht's nicht. Manchmal finden die den Weg ja selber. Aber in dem Fall klappt das nicht. Bewegung. Oh Scheiße, was ist das für ein Vieh? Egal, tötet es einfach.
Probieren wir mal. Haltet sie auf! Befehle? Wen soll ich aufhalten? Jawohl. Manchmal redet er komisches Zeug. Das war jedenfalls der Torwächter. Heilen wir lieber erstmal wieder voll. Sehr wohl. Das veranstaltet ganz viele Leute. Da ist Gwen, die tot umfällt. Das ist erst der Anfang. Nein! Anselm. Da hat er sich wieder verpieselt, der Taha. Anselm. Hol einen Heiler, deine Schwester braucht Hilfe. Sie ist tot, Herr. Dann hol einen Magier. Vielleicht kann er herausfinden, wohin das Portal geführt hat. Wir... General? Was? Ich glaube, der hier lebt noch. Tahar wollte ihn hinrichten lassen. Großartig. Ein verräterischer Verräter. Nehmt den Sack von seinem Kopf. Ich will Erklärungen. 8 Jahre sind vergangen. Nachdem ihr euch eurem Vater, Isamu Tahar, widersetztet, wollte er ein Exempel statuieren. Ihr und die anderen Verräter sollten vor den Augen seiner Anhänger hingerichtet werden. General Noria rettete euch und nahm euch unter seine Fittiche. Obgleich eure Kameraden euch meiden, habt ihr es weit in der königlichen Armee gebracht. Jedoch zeichnen sich, trotz der Tatsache, dass die Magierkriege vorüber sind, düstere Omen ab. Ein Kult, die Reinheit des Lichts, hat mit der Unterstützung des gemeinen Volkes an Macht gewonnen und macht seither Jagd auf Magier. Okay, verwirrende Geschichte. Also der Typ mit dem Sack auf dem Kopf war wohl der Sohn von dem Schwarzmagier Isamu Tahar, lese ich jetzt daraus. Und wir haben den jetzt eben sozusagen gerettet. Und jetzt sind wir der Typ mit dem Sack auf dem Kopf. Und es sind 8 Jahre vergangen. Das sind ein bisschen viele Sprünge, vor allen Dingen, um die mal eben in einem Ladebildschirm zu erklären. Da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten des Storytellings. Also, falls hier irgendwann mal einer von Gremlin Works, heißen sie, glaube ich, reinguckt. Leute, solche wichtigen Wendungen muss man in der Cutscene machen oder im Spiel, aber doch nicht in einem Ladebildschirm. Meine Güte, das ist wild. Habe ich in der Form so noch nicht gesehen. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Leertaste drücken. Jetzt kommt die Charaktererschaffung. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder wundert euch gerade genauso über die Erzählweise von dem Spiel. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben. Dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid, wenn es neue Videos gibt. Und wenn ihr Fragen, Vorschläge oder Anmerkungen habt, immer rein in die Kommentare, freue ich mich drüber und werde zusehen, dass ich so schnell es irgendwie geht darauf antworten kann. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.